Urteil des Bundessozialgerichts zur freiwilligen Versorgung Staatsapparat DDR vom 14. März 2019. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten vor ein paar Tagen einen Beitrag auf rentenbescheid24.de veröffentlicht, wo es um eine Terminsvorschau zu dem Termin vom 14.03. ging. Es ging um die wichtige Frage, ob man für den Anspruch auf die zusätzliche Altersversorgung freiwillige Mitarbeiter oder freiwillige Mitgliedschaft der Mitarbeiter im Staatsapparat der DDR eine Beitrittsurkunde nachweisen muss oder Beitragsnachweise. So, da hat man den Sachverhalt dort mal ganz kurz geschildert, um was es da ging. Und am 14. März hat das Bundessozialgericht entschieden. Und zwar gegen den Kläger in dem Verfahren. Das heißt, das Bundessozialgericht hat klargestellt und damit sozusagen die Hoffnung für viele Tausende zunichte gemacht. Wir brauchen eine Beitrittsurkunde, um die Zusatzversorgungsrente hier entsprechend nachweisen zu können oder erhalten zu können. Der Grund ist relativ einfach. Das BSG sagt, diese DDR-Verordnung ist Bundesrecht geworden und man hat sich nach dem Buchstaben dieser Verordnung zu halten. Und es war ja eine freiwillige Mitgliedschaft und deshalb muss man einen Beitrittsnachweis als freiwilliges Mitglied nachweisen oder die Beitrittsurkunden oder die also die Beitragszahlungen nachweisen. Wenn das nicht vorliegt, ist der Anwendungsbereich des Paragraphen 1 AAÜG, so nennt man das Gesetz, schon von vornherein nicht eröffnet und man hat keinen Anspruch, diese Zusatzversorgungsrente aus der ehemaligen DDR in Anspruch zu nehmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.